Bei uns war so schönes Wetter am Wochenende und da haben wir ein bisschen die Sträucher zurückgeschnitten. Ich habe jetzt für mein Projekt Haselnuss genommen. Der musste eben ein bisschen gestutzt werden, der ist schon riesengroß geworden und diese jungen Triebe, die lassen sich halt ganz gut biegen. Die werden wir dann noch mit einbinden auch und für die harten Äste habe ich da einfach ein paar Stück nochmal von innen abgeschnitten. Das Einzige, was ich gekauft habe, sind diese Blätter. Man sieht es am Anfang gar nicht, dass das keine echten Blätter sind. Und zwar sind das Blätter aus Stoff. Aber diese Marmorierung, die innen drin ist, von Weitem, das schaut aus wie echt. Und ich kann halt auch diese Deko dann nächstes Jahr wieder benutzen. Die hole ich mir dann vom Keller und die geht nicht kaputt, weil die Blätter, wenn ich jetzt da normale Blätter hin tun würde, das würde vielleicht ein, zwei Tage schön ausschauen, aber dann eben nicht mehr. Deswegen diese Blätter. Und da war so viel dabei von diesen Schwung. Das sind 150 Stück. Gibt es auch Unterschiede. Ich habe mich bei den Bewertungen ein bisschen so durchgelesen. Fand sie jetzt auch ganz schön. Da kleben einige zusammen. Ihr könnt halt mit diesen Farben schön spielen. Schaut auch nicht künstlich aus, sondern wirklich naturgetreu. Und 150 Stück waren in der Packung und die Hälfte, die wird wieder verlost unter die Abonnenten. Also einfach in den Kommentaren schreiben. Da ist nochmal das ganze Päckchen und das schicke ich dann euch. Das sind wirklich viele. Also ich habe jetzt da, wie viel habe ich denn hingeklebt? Vielleicht 10 Stück oder was. Und die restlichen haben wir noch. Und diese schöne Eichel, die nähen wir natürlich auch noch. Könntet ihr aber auch basteln. Ja. Die Blätter erstmal entfernen und dann sucht ihr euch 4 Stück. Die müssen auch nicht gleich dick sein, in etwa eigentlich, ja, ich sag links und rechts sollten es wenn gleich sein und so auch. Ich binde die einfach fest, da habe ich auch nochmal so eine, bei uns heißt das Wurstschnur, die ist bei mir auch so in den Haushaltssachen mit drin, könnt aber auch eine andere Schnur nehmen und es sollte halt fest sein. Ein Projekt, das Spaß macht, das ihr auch mit Kindern basteln könnt. Diese weißen Äste werde ich einfach so drum rumschlingen. Die werde ich auch nicht mit Heißkleber festmachen. Die halten ganz gut. Und wie gesagt, schaut einfach mal im Garten, was ihr da gerade habt oder was gerade weg muss. Ein bisschen im Wald mit euren Kindern oder mit dem Hund Gassi gehen. Schauen, was da noch so kostenlos rumliegt. Und diese schönen Eicheln, die nähen wir jetzt auch. Ich habe hier einen ganz normalen Baumwollstoff und auch ein Leder für oben. Ihr könntet aber oben auch einen ganz normalen Filz nehmen, so einen braunen. Dieses Schnittmuster verlinke ich euch. Ich werde aber euch auch nochmal das abmessen und aufschreiben, weil manche haben ja keinen Drucker, dass ihr in etwa das wisst, wie viel das ist. Also 5 cm und 6 cm habe ich jetzt gemessen und wichtig ist, dass es halt so eine Plattform hat. Das Schnittmuster schneidet ihr dann dreimal zu. Das ist so ähnlich wie die Ostereier, die ich schon genäht habe, aber da haben wir ja 4 genommen und da passen am besten 3 Stück. Ich bin immer ein bisschen am Rumprobieren. Ich mache die immer selber so die Schnittmuster, aber hat ganz gut geklappt. Das ist auch nochmal der Filz, also könntet ihr auch noch nehmen, falls ihr kein Leder habt, oben dann für das Deckelchen. Da tun wir jetzt nicht rum und nähen das nicht doppelt, sondern das wird einfach jetzt hier mit Leder gemacht. Die 3 Baumwollstückchen, die ihr jetzt ausgeschnitten habt, die werden wir jetzt zusammennähen. Und zwar nehmt ihr euch jetzt 2 Stück her, legt die dann rechts auf rechts, das heißt die schönen Seiten treffen sich und dann werden wir einmal von oben bis nach unten entlang nähen. Vorne und hinten natürlich verriegeln. Und so wird auch das dritte Stückchen hingelegt, rechts auf rechts wird er. Welche Seite mit welcher ihr anfängt, ist eigentlich egal. Einmal entlang nähen und dann hier auch einmal entlang nähen, wenn es zugenäht ist, dass quasi hier so eine Öffnung entsteht. Ich zeige euch nochmal, wie ich nähe. Also hier ist mein Nähfüßchen auf Mittelstellung und so nähe ich hier runter. Weil im Schnittmuster mache ich meistens immer keine Angaben von Nahtzugaben. Das schneidet ihr einfach aus und so zeichnet ihr euch das an und schneidet es ab. Das ist immer einfacher, bevor man dann einen Zentimeter dazu machen muss. Dann zeige ich euch lieber hier, wie der Abstand ist. Aber solltet ihr auf linker Stellung versehentlich dann auch nähen, dann wird die Eichel halt einfach kleiner. Dann muss man das halt ein bisschen kleiner machen oder größer. Das könnt ihr dann auch anpassen. Von hinten verriegeln. Jetzt haben wir schon 2 Stück gemacht. Dann machen wir das dritte. Dann nehmen wir jetzt auch wieder entlang. Von und hinten verriegeln, dass euch der Faden nicht aufgeht. Und nochmal das letzte zusammen. Immer wichtig, dass natürlich die schönen Seiten innen liegen. Das ist so ein richtiges Voranfängerprojekt eigentlich. Aber diese Eicheln sind sehr schön und schnell genäht. Vielleicht kann man sie auch so nochmal dekorieren, in einer Schale mit verschiedenen Zapfen. Oh, dann seid ihr schon fertig. Unten nicht ganz ausformen mit dem Ecken- und Kantenformen, weil es ist schöner, wenn das nicht so spitz, sondern so ein bisschen so rund ist. Dann irgendeine Füllwatte nehmen, die ihr noch habt. Ich habe jetzt hier noch eine von den Stofftieren, die ist immer ganz gut. Oder irgendwelche Stoffreste, die ihr da verwenden könnt.
Das kommt rein. Oben ist ja diese Wendeöffnung. Das habe ich vorher nicht gesagt. Natürlich, wenn ihr es fertig genäht habt, dann wendet ihr natürlich das Ganze. Und oben ist ja das cool, dass die Wendeöffnung dann schon da ist. Dann einfach hier hin und her stechen. Die Eicheln schauen schöner aus, wenn ihr das nicht ganz zusammenzieht. Also nur ein bisschen auch. Ihr könnt dann auch nochmal diese Dellen, die sich oben, diese Falten, die sich hier bilden, noch ein bisschen rausknietschen und ausformen. Und ich mache jetzt da einen leichten Knoten vom Garn her, nämlich das ganz normale Nähmaschinengarn, das jetzt auch hier drinnen ist. Also ihr seht schon oben, ist es ja auch schön dick auch und nicht so fest, weil sonst schaut es aus wie so eine Erdbeere, wenn ihr es ganz komplett zumacht. Und da brauchen wir noch oben ein bisschen so, ja, den Huppelchen für unser Hütchen. Das ist schöner, schaut deswegen nicht so fest. Hier habe ich einfach experimentiert mit einem Kreis. Den verlinke ich euch auch nochmal unten. Vorhin habt ihr gerade gesehen, das ist dann ungefähr, ich habe es jetzt geschaut, wie jetzt die Maße auch hier jetzt waren, aber so zwischen einem Dreiviertel und einem halben Kreis, würde ich sagen. Da könnt ihr aber auch noch ein bisschen rumprobieren, die Hälfte ausschneiden. Da habt ihr auch gesehen, habe ich zuerst das so angezeigt, habe ich es nochmal probiert, nochmal genäht und so war es dann perfekt. Also ich probiere das ja auch gern aus für euch und dann müsst ihr nicht mehr so viel ausprobieren. Das ist jetzt ein Kunstleder. Das Schöne ist halt hier, dass hier die Ränder irgendwie auch nicht aufgehen und die Maserung schaut halt irgendwie so natürlich aus. Fand ich ganz cool. Da kann ich euch ein kleines Stück auch noch reinlegen, die gewonnen hat, wenn die das denn möchte. Die soll das nur zuschreiben, falls ihr sowas nicht daheim habt. Ich werde hier jetzt einmal entlang nähen, vorne und hinten natürlich verriegeln. Das nähe ich genauso vom Abstand her wie jetzt auch diese Eichel. Dann drehe ich das einmal um, da habt ihr schon Hütchen. Und jetzt nochmal für den schönen natürlichen Look schneide ich hier ein paar Dellen rein. Ich habe es vorher anders probiert und ich fand das schon, sah irgendwie so natürlicher aus und schöner aus. Den Rand könnt ihr nochmal einschneiden. Das ist ja das Schöne bei diesem Kunstleder. Das habe ich noch vergessen zu sagen, das dürft ihr nicht abschneiden, diesen Faden. Weil hier seht ihr dann ein kleines Löchlein und da kommt es dann durch. Also ihr sticht eigentlich ja gar nicht durch den Stoff, sondern einfach am Ende entlang. Das geht auch ganz einfach. Und die Naht hinten, das kann sich auch mit der Naht treffen. Ich würde halt einfach mal so rumprobieren, wie es schön auch ausschaut. Ich nehme hier einen Textilkleber von Gütermann. Den habe ich immer, habe ich auch schon lange. Das ist der erste, den ich gekauft habe. Den nehme ich immer für so, ach, kleine Näschen zum Ranmachen oder die Augen. Ihr könnt aber auch Heißkleber nehmen. Am besten jetzt, also vorher schon, ne, dass ihr euch das nicht klebrig hier hinten macht, wenn ihr das durchfädelt. Und dann einfach runterschieben. Und es hält auch eigentlich. Und ich finde, es schaut auch aus wie eine wirkliche Eichel. Man kann natürlich jetzt nochmal perfekter und perfekter machen, aber ja, kann jeder noch ein bisschen verfeinern, wie er das möchte. Man sieht hier, das klebt wirklich auch gut am Baumwollstoff fest, aber ihr könntet, wie gesagt, mit Heißkleber nochmal nachhelfen. Aber es hält wirklich gut. Der ist ganz gut, dieser Gütermann, hält auch lange. Jetzt geht's an die Deko. Aufpassen, wenn der ein bisschen heiß ist, dann nimmt am besten irgendeine Schere, um das fest anzudrücken, dass ihr euch nicht hier verbrennt. Und dann dürft ihr euch wirklich austoben. Es gibt so schöne verschiedene Varianten hier. Diese roten, diese ganz pinken habe ich nicht verwendet. Könnt mir aber vorstellen, dass ihr gerade mit so kleinen Jute-Tierchen, diesen Igel könnt ihr auch gerne nachnähen. Da habe ich auch ein Video gemacht. Da könnt ihr sicherlich viel machen. Ich finde es auch schön, wenn das sich hier dreht. Das habe ich einfach hier an den Schnur und zwei Stück. Weil wenn sich das vom Wind dreht, dann habt ihr links und rechts ein schönes Blättchen. Ja, da kommt der Igel nicht rein, der ist zu dick. Aber gerade solche Körbchen, das habe ich vom Rossmann, glaube ich, 2,90 € hat es gekostet. Da könnt ihr mal das reinhängen und irgendwelche schönen Tierchen reinsetzen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Es hat jetzt ganz gut gepasst, finde ich. Und es war wirklich nahezu kostenlos. Schmückt jetzt schön meine Haustür und kann nächstes Jahr weiterverwendet werden mit diesen schönen Stoffblättern. Überlegt mal, was ihr vielleicht, was euch so gefällt von den Farben her. Ich finde es halt schön, wenn halt irgendwie der Eingangsbereich immer schön dekoriert ist. Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Dankeschön fürs Zuschauen, schöne Herbstzeit und ich wünsche euch was. Macht es gut, tschüss!